Empfohlen für Spieler, die Spaß an herausfordernden Kämpfen haben. Ah ja, natürlich, Let's Go ist nur die Demo. Übertrage finales Briefing. Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha-Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Kapseln in Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Grenzwert überschritten. Aktiviere Schilde. YouTube zwischendrin mal. Wir gucken hier gerade einen Actionfilm, glaube ich. Okay. Ist jetzt langsam alles kaputt oder ist noch was da, was kaputt gehen kann? Das sind wir Wetten. Oh. Vielleicht sind das auch eher wir. Ich weiß nicht. Nein! Bonk. Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Verdammt! Komm schon, geh auf! Was? Hä? Boah, wer bist du? Taki! Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand. Scheiß auf unsere Eve, die ist, also die finde ich um einiges hübscher. Okay. Ich habe... Okay. Okay. Wie ich sehe, kannst du noch kämpfen. Gut. Wohin geht's? Die Haare! Bei 2 Uhr. 400 Meter vor uns. Danke. Ah, die Haare. Hui! Das war knapp. Vielen Danke, Dank. Mami. Beim Springen. Okay. Okay. Okay, warte, wo bist du? Mami? Bist du da hinten? Ah, oh, da bist du.
Ich finde, es ist so eine Mommy. Ich weiß auch nicht. Du bist eklig. Vorsicht! Das ist ein unbekannter Nativer. Der gehört mir. Ich finde tatsächlich die HP-Leisten sehr interessant. Ich helfe dir! Oh, er war schon tot. Oh, hinter uns! Beta-Fähigkeit? Gut. Was passiert hier? Oh nein! Uns geht's nicht gut! Mein Körpergerüst! Nimm das. Das wird dich heilen. Danke dir. Mein Körpergerüst! Aber mir geht's gut, danke. Da sind noch mehr. Ich bin echt schlecht hier. Von hier, bevor noch mehr kommen. Okay. Die so badass, ich liebe sie. Unsere ist halt wieder so süßi, schmüßi. Wir müssen weg von hier. Los! Oh, aui! Da ist er. Das ist der Treffpunkt. Hier lang! Ah, jetzt darf Vorsicht, ich rennen. Vor Gartners Beschuss. Wer ist Gartner? Kümmert der sich nicht um den Garten? Entschuldigung. Sie ist reingerannt, nein! Mommy! Nicht anhalten, nie! Weiter! Chat, ich kümmere mich gleich um euch, aber ich bin, also, ich habe hier gerade zwei Damen, ja? Hilfe? Das war knapp. Sieht gar nicht gut aus. Los, komm! Trägt er seine Eier in den Händen? Ein Alpha-Nativer. Mach dich bereit. Okay. Oh, mein Gott. Wobbel. Entschuldigung. Eve, jetzt reiß dich zusammen. Taki. Hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Let's go! Also wir kommen jetzt zu 10 Jahre, bis wir den besiegt haben, bestimmt. Jetzt weiß ich auch, warum die Spielzeit so variiert. Okay, hallo, Sir? Ich würde Sie gerne anvisieren. Habe ich? Ich kann echt froh sein, dass das Kampfsystem fast so ist wie bei Final Fantasy. Aua. Okay.
zweimal. Du Arsch. Oh mein Gott, ich wollte weg. Was muss ich nochmal drücken zum Heilen? Oh. Ah! Warte mal, ich muss heilen. Wie war nochmal heilen? Nach unten nicht. Jetzt hör doch mal auf. Ah, einfach nur kurz. Okay, es hat noch nicht funktioniert gerade, weil ich wahrscheinlich in irgendeiner Animation noch war. Hallo, ich drücke. Hör auf, meine Verteidigung zu durchbrechen. Darf ich auch mitspielen? Ich nehme es als Nein. Die macht keinen Schaden. Also, Mommy. Ich liege da. Okay, manche Sachen kann man nicht blocken. Trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Danke, Mommy. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Wir müssen das Versorgungslager finden. Warte, Eve. Ich höre etwas. Eve! Eve, bist du verletzt? Sephiroth? Alpha Native. Schade. Hä, wie krass das Monsterdesign ist. Warte, ich habe keine Tränke mehr. Hierher, Freundchen. Du kriegst es mit mir zu tun. So klar, dass sie stirbt. Ich hoffe, man kann sie reparieren. Eve. Es ist so klar. Von hier. Taki! Ist immer die erste Bezugsperson, die dann stirbt. Da steht einfach nur Stella Blade drunter. Alles gut. Also Stella Blade. Oh. Wir kriegen Mommy wieder repariert, wetten. Ist leider nicht nur der Arm. Da fehlt noch ein bisschen mehr inzwischen. Ich bin nicht schuld. Ich kann nichts dafür. Ich bin nur Zuschauer. Diese Ruhe. Ja, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Clive? Der Alpha Nativa ist hier. Ist es Clive? Schrei mal bitte. Joshua! Mach mal Joshua, komm.
Hallo Sanzo. Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Ich erkenne den nicht, wenn der so ruhig redet. Der muss ein bisschen Emotion zeigen. Das hier muss Eidos Heaven sein. Ja, hier wurde der letzte Kampf der Zivilisation ausgetragen. Das war einmal eine gigantische Stadt. Oh, ich liebe solches Design. Irgendetwas fällt vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das Regen. Kein Gefühl. Es ist nass. Das ist also Regen. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. A Silent Street, okay. Die Landschaft hat sich kürzlich verändert. Ach, Adam. Ach, Eve und Adam. Was? Optionstaste gedrückt, um mehr zu sehen? Taki ist die Kommandantin des 7. Landetrupps. Es heißt, dass ihre Geschwindigkeit bei den Einsatzsimulationen der Kolonie unübertroffen war. Ihren Namen Taki trägt sie aus gutem Grund. Der 7. Landetrupp wurde von Nightibars beim Eintritt in die Erdatmosphäre vernichtet. Doch sie gab die Mission noch nicht auf. Taki macht Eve ausfindig und will sich mit dem Trupp neu formieren. Allerdings war durch den Angriff der Nightibars Takis Trupp praktisch ausgelöscht worden. Und noch schlimmer, ein unbekannter Nightibar schlug ohne Vorwarnung zu und brachte Taki und Eve an die Schwelle des Todes. In diesem Moment der Verzweiflung opferte Taki sich für Eve. Die Flammen der Hoffnung sind noch nicht erloschen. Du Kack-Nightibar! Wo bist du? Du bist nicht der Nightibar. Du auch nicht. Wo ist das Kackbratzen-Ding? Das machen wir tot. Was bist du denn? Ups. Naja, aber... Pass auf. Hä, das sieht so krass aus. Ich weiß, ihr seht nicht so gut. Das sind die hinterachtenden Feinde. Ich krabbel hier überall. Um Gegenstände zu nehmen? Super. Bereich gesichert. Oh, das sieht man nicht mal richtig. Also es gibt nicht mal so ein Bubbel oder so. Man muss wirklich also drauf achten. Also ich weiß, ihr seht das nicht so richtig bei Bitrate und bla bla bla. Aber es ist ultra krass. Die Legion, die im letzten Krieg gefallen ist. Ah ja. Da ist ein verschlüsselter Code auf dem Stick. Ein Sicherheitscode. Eine Art Eintrittskarte. Warte, wenn ich die kaputt mache, kommt da ein Loot raus, weil da lag ja gerade... Aha! Kisten töten ist gut. Was, Bitcoin? Die Bitcoin! Oh mein Gott, Bitcoin. Was war das jetzt? Zugangscode. Unbenutzt, okay. Geh weg. Ach, die droppen auch Sachen. Ich gehe jetzt nicht zurück. Gib den Code mal ein. Ich habe mir den doch jetzt nicht gemerkt. Oh, ich würde aber gerne wissen, was ein Tipp ist. Ob Tipp einfach das ist, was wir gesammelt haben, dass ich da nicht nochmal rein muss. Datenbank war es. Roa, Roa. Okay. Okay, es wird dann einfach angezeigt. Gut. Ich meine, ich würde es jetzt nicht als Tipp bezeichnen, weil... Hat man schon, ne? Die Gebäude stürzen ein. Das liegt am instabilen Untergrund. Man gewöhnt sich dran.
Oh, man kann schwimmen. Tauchen auch? Wow, okay. 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 Hochschwimmen X, okay. Okay. Oh, wie schön. Ich bin positiv überrascht tatsächlich. Ich dachte, das wird ein bisschen clunky, aber hey. Stirb! Wo bist du? Hallo, Leute. Ich will euch auch töten. Ein Lager der Legion. Hier. Ja, jetzt wart doch mal. Der spoilert mir alles voll. Lager sind Orte, an denen du deinen Fortschritt speichern und dich etwas ausruhen kannst. Du kannst sie aktivieren, indem du dir Bitcoins beschaffst, die in der Nähe der Lager zu finden sind. Lass dich auf den Stühlen der Lager nieder, um LP wiederherzustellen und das wieder auffüllbare Trinksystem aufzufüllen. Deine aufbewahrten Gegenstände werden deinem Inventar hinzugefügt, sofern du Platz hast. Einige Gegner werden wiederbelebt, wenn du dich im Lager ausruhst. Am Warenautomat eines Lagers kannst du Gegenstände kaufen, über das Terminal kannst du Fähigkeiten erlernen oder trainieren. So, war hier irgendwas? Hier ist was. Okay, ich aktiviere das Lager. Anmutige kleine Forelle. Yeah! Hochkonzentrierter Trank. Anhaltender Trank. Ah, okay. Ich habe 0 und 0 auf Lager, aber ich will noch gar nichts ausgeben, weil ich das noch gar nicht weiß, wie viel ich, also was ich wirklich einkaufen muss und was nicht. Ah! Ah, nee. Hm, jetzt. Fähigkeiten. Also, du kannst eine neue Fähigkeit erlernen. Fähigkeitenbaum wechseln. Ich halt ein. Ich mache nicht vorher Pipi. Ich war jetzt Pipi. Ich werde perfektes Ausweichen. Ich will aber gar nicht. Weil ich gegnerischen Angriffen komplett aus. Drücke Dreieck nach einem erfolgreich perfekten Ausweichen, um einen zusätzlichen Angriff auszuführen. Erfolgreiches perfektes Ausweichen lädt Schubenergie auf. Du kannst deine FP benutzen, um Fähigkeiten zu erlernen. FP erhältst du durch Erkunden oder das Besiegen von Nightybars. Ich will nicht. Nein, ich bin keine Ausweicherin. Okay. Ausweichen im genau richtigen Moment aktiviert perfektes Ausweichen und lässt sich Gefahren entgehen. Oh. Mann, ich will... Mann, jetzt muss ich das für irgendwas Komisches ausgeben. Okay, nächstes Lied. Also der Soundtrack ist eine 10 von 10 bisher. Ich bin gespannt, was es noch für Welten gibt. Oh. Also nicht Welten, sondern halt Umgebungen. Was ist? Alles gut. Ab jetzt musst du wirklich aufpassen, Eve. Oh, wie schön! Wenn ich Pipi gehen würde, würde ich jetzt hier bleiben. Aufpassen. Ja, ich pass auf. Wo gibt's neue Klamotten? Damit kann ich viel besser noch aufpassen. Grün ist nicht so meine Farbe. Ah, jetzt sind die respawned, aber das interessiert uns ja nicht. Oh Gott, wer bist du denn? Ihh, ihr seht aus wie von irgendwas von Silent Hill. Das hat nicht geklappt, okay.
Zeig nochmal. Das hat auch nicht geklappt. Das geht nicht. Okay, ausweichen ist früher. Okay. Nein, das war... Hä, jetzt wieder... Hä? Also ich wollte euch natürlich mal zeigen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Ich wollte euch das mal zeigen, weil wir müssen ja alles davon sehen. Ey, du Kackbratze. Du hast mich voll lächerlich hast du mich gemacht. Hä, wieso geht das nicht? Aui. Also die respawnt aber nicht, oder? Können wir uns nochmal ausruhen? Wollte ich unbedingt mal sehen. Ja, für David haben wir es gemacht. Alle Animationen, ja. Ja, ich achte auf euch. Ich achte auf euch. Also kann man wirklich nur hier speichern und hier nicht? Ja? Okay, scheinbar. Außer ich habe es jetzt übersehen. Statistiken ansehen. Hm. Wir sind ein Noob. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ah nein, er lebt wieder! Oh nein! Aua! Oh. Wenn der kotzt, dann wird er nicht mehr unterbrochen. Und was gibt's hier? Mikrofestplatte. Wollte ich schon immer mal mitnehmen. So. Oh, eine alte Versorgungskiste der Legion. Ist da was Nützliches dabei? Sie ist von der Legion. Kompatibilität sollte kein Problem sein. Drücke, um den derzeit ausgewählten Trank einzusetzen. Halte gedrückt, um den gewünschten Trank auszuwählen. Okay, da war ich vorhin schon drin. Aus Versehen. Sieh zu, dass du alles mitnimmst. Hab ich doch, Mann. Kack Backseat-Gamer, der nichts Gutes Backseat-gamed. Eve, pass auf. Siehst du die Strömung? Wenn du stürzt, war's das. Ich hab jetzt nicht geguckt. Warte mal. Springe und hänge dich an die Stange. Sag mal, bin ich Stripperin oder was? Die Strömung gesehen ganz nah. Ja? Step on me, Mami ist leider tot. Also glauben wir. Aber, also Plot Twist müsste sein, dass sie dann wieder lebt und uns hintergeht oder so. Was war das? Drücke. Überfall! Ja, das kann man so nennen. Gegner halten ihre Haltung mit Gleichgewicht aufrecht. Gleichgewicht wird in den LP- und Schildanzeigen unten angezeigt. Halten ihre Haltung. Halten ihre Haltung. Okay. Du kannst Gegner aus dem Gleichgewicht bringen, indem du eine perfekte Abwehr ausführst. Gegner, die völlig aus dem Gleichgewicht sind, werden groggy. Setze Vergeltung ein, um massiven Schaden zuzufügen. Okay, das war zu spät. Boah, das Timing draufzukriegen wird lustig. Oh nein, das will ich nicht. Tada! Oh, ich mag das. Das ist so schön blutig, aber nicht so übertrieben, wisst ihr? Also es ist schon übertrieben, natürlich, aber also nicht so wie andere Sachen. Es ist schön übertrieben. Können wir drüber reden? Wer bist du? Das
konnte man nicht blocken. Es geht nicht. Stirb! Uah. Oh, ich hab nicht. Okay, da hinten sehe ich nichts. Aua, hör auf mich zu kratzen. Hä, wie? Ich war nicht mal da, du Kacke. Hydra. Ich hasse Hydrin. Ich hasse Hydrin. Die cheatet, ich schwöre. Omnibolzen. Wird als Material für die... Modifikationen sind Ausrüstungsgegenstände, die Eves Kampffähigkeit verbessern können. Du kannst Modifikationen im Modifikationssockel einsetzen, um die gewünschten Kampffähigkeiten zu verbessern. Du kannst auf Modifikationssockel im Ausrüstungsstab zugreifen, indem du die Optionstaste drückst, um das Menü aufzurufen. Du kannst Omnibolzen einsammeln, um mehr Slots freizuschalten und mehr Modifikationen auszurüsten. Das war der korrekte Plural. Ja, wow. zusätzlich Kombo-Angriffskraft, Stufe 2 und höher. Körperfirma gab es in verschiedenen Varianten, abhängig davon, für welche Anwendung sie vorgesehen. Ich bin überfordert. Ich will ein neues Outfit. Ich will ein neues Outfit. Das ist mir wichtig. Okay, das war scheinbar nur zum Looty. Zum Looty-Booty. Taxi? Okay, gehen wir da hinten weiter. Oder gucken wir hier erstmal, besser gesagt. Okay, manchmal ist es schwierig, wenn man dann die Loot-Sachen nicht sieht. Boah, wie krass das aussieht. Wo kommst du denn her? Scan, drücke um die Drohne, die Umgebung scannen zu lassen. Scan zeigen dir, wo du dich dranhängen kannst. Okay. Hydranten. Ja, Hydranten. Geht auch. Bestimmt. Okay, da wären wir runtergekommen, wären wir nicht runtergesprungen. Sind die anderen Städte auch so kaputt? Na, die hier sieht noch vergleichsweise gut aus. Nach dem Untergang der Kolonie waren viele Städte nur noch Staub. Frohes Neues! Okay. Ah, da oben. Hä, das ist cool gemacht, weil... Also... Dadurch ist es nicht so offensichtlich, wo man klettern kann. Und die Umgebung sieht hübscher aus. Aber man kriegt trotzdem, also, einen Hinweis, wo man hoch muss. Weil hier, so sieht man es kaum. Und wenn man dann so, dann sieht man es. Wie hänge ich mich an Sachen? So, okay. Einfach dran springen, dann macht es automatisch. Sehr schön. So mag ich das. Nano-Element. Mann, ich weiß auch gar nicht, wofür ich irgendwas brauche. Oh. Oh. Okay, das ist auch interessant. Wartet. Ich muss loslassen drücken, weil, also sie macht... Okay, doch, ich kann auch so springen, aber das ist auch so sehr lustig, weil ich kann loslassen und dann muss ich im Flug eigentlich da dran und dann, also, so ein bisschen nachjustieren und dann hängt sie sich auch wieder dran. Interessant. Also bisher ist das Spiel wirklich null clunky. Warte mal, da ist eine Fusionszelle. Besser? Mach die Motorhaube auf. So.
war das nicht gemeint. Hä, wie dann? Fusionszelle? Das sind Hochleistungsakkus. Dank ihnen gibt es auf der Erde noch Licht. Oh, also das Vorgängermodell der Ewigkeitszelle. Verlier sie bloß nicht. Sie ist nämlich sehr wertvoll. Ist sie nicht irgendwo dran hängen? Ah ja, stimmt, was ich auch mal gucken wollte. Wie sieht der Kurze aus? Irgendwie finde ich den Kurzen hübscher. Irgendwie finde ich den Kurzen um einiges hübscher. Ich weiß auch nicht. In der Demo richte ich mich nach euch. Möchtet ihr den Kurzen oder den Langen? Hallo Marci. Lang, kurz, kurz, kurz. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich klopfe an. Okay, dass er mir da nicht sagt, was fehlt. Eine Falle! Echt jetzt? Aua, ich... Wartet mal, ich muss... Hallo, ich war's nicht! Wieso ich... Hallo, ich hab nichts explodieren lassen! Warum lasst ihr Sachen explodieren? Okay, ich lasse auch Sachen explodieren. Hat nur niemanden getroffen, sehr gut. Okay, Dicky, jetzt bin ich da. Ich bin noch nicht da, warte. Sag mal, wie weit könnt ihr denn? Okay, Mehrheit ist für kurz. Was war das? Das ist jetzt nur, weil ich einen kurzen Pferdeschwanz habe. Da fehlt mir die Länge der Macht. Weil der Lange hat so ein bisschen rumgebackt. Also wenn mir das halt was helfen würde mit dem Fass, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Okay, jetzt aber. Versuch das mit dem Ausweichen, aber das funktioniert nicht. Okay. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Okay. Also, was ist mit der Info? Was wolltest du? Nix? Okay. Dann ist gut, dann kriegt ihr auch gar nicht mit, wenn ich sterbe. Wenn ihr nur auf den Popo achtet. Dann ist alles gut. Achtet weiter auf den Popo. Sag mal hallo. Ihr müsst schon auch das machen, was ich von euch will, ja? Also ich sag, wie es ist, der richtige Moment zum Blocken oder Ausweichen, den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, sobald man den mal hat, dann ist alles easy.
Habe ich gerade selbst in die Luft gejagt? Warum rollt es zu mir? Okay, Leute. So. Einfach, das war richtig easy. Verdammt. Warte mal, ich muss erst looten, ja? Nicht, dass das despawnt, nicht respawnt. Okay. Boah, die haben mich gebaitet. Gegner, den du nicht verteilen, wenn du nicht abwehren kannst. Du musst ihn. Könnt ihr bitte das nicht machen, wenn er mich gerade angreifen will? Also macht mir bitte Tutorials da, wenn ich also das auch in Ruhe lesen kann, ja? Okay, ich bin bereit. Oh, das war gemein. Au! Oh, ich war irgendwie gestunt. Und dann ist er einfach in mir explodiert. Also es ist wie immer... Wir haben es geschafft. Wohin jetzt? Viele einzelne Gegner, viele kleine Gegner sind voll kacke. Man kann hier noch Markierungen der Legion erkennen. Ein großer ist okay. Warte kurz, da ist noch eine Ecke. Da waren wir noch nicht. Da! Ah! Oh Gott, oh Gott. Hä? Was war das Coole? Ich hasse Gegner. Ich schreie sie lieber an. Was ist das? Weg. Hey, du darfst nicht zum Leben erwachen. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Was? Okay. Hä, das sieht doch cool aus, wenn sie das macht. Das macht sie aber nicht immer, schade. Okay. Lass mich raten, ich sollte da nicht also runterfallen. Oh. Das war nicht elegant, aber es hat funktioniert. Ey, jetzt hier kein Jump and Run. Ach, sie kann da drauf stehen. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Okay. Ja. Und tada. Ja, ist schon schön, aber wirklich. Oh, so. Hallo, wer sind Sie, Sir?
Die letzten Worte des Hoffnungslosen. Jahrzehnte sind vergangen, seitdem die Nightibars auftauchten und die Menschheit zwangen, zur Kolonie aufzubrechen. Angeblich sollen die Landestrupps hinabsteigen, um den Rest der Menschheit zu retten, aber bisher kam niemand. Wir können so nicht weitermachen. Ich kann so nicht weitermachen. Boakor. Boakor. Auf dem Memory-Stick ist noch der Sicherheitscode. Und eine Nachricht. Scan fertig. Das war geplant. Ich wollte das Geld da unten. Ja, die ist ja kein Mensch, die ist ja also ein Roboter, die kann das. Hier musst du rüber. Siehst du die Leiter hinter mir? Ja, sehe ich. Kann ich da jetzt einfach runter, weil Wasser da ist, oder ist das nicht so tief? Arschbombe! Ich komme nicht an die Leiter. Der Wasserpegel ist zu niedrig. Ist wirklich toll. Versuch's mit dem Brett. Hoch, 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 hoch. Ging's hier nicht durch? Doch. Okay. Ah! Hab die falsche Taste gedrückt. So, bitte einmal den ganzen Loot geben. Okay, einmal hoch. Meinst du das Brett? Meinst du das Brett jetzt hier? Was soll ich damit machen? Das kriege ich ja nirgendwo durch. Hilfe, ich kann das nicht mitnehmen. Ach nee, da sind noch mehr Bretter. Okay, alles gut. Ich dachte schon so, soll ich zaubern oder was, Junge? Ah. Ich glaube, 18. April kommt das DLC für Final Fantasy 16 raus, das zweite. Warte. Da geht's auch hoch. Was mache ich hier? Wo komme ich da hin? Also wenn sie eine Sprache singen würde, wahrscheinlich eher Koreanisch, aber ich glaube es ist Englisch. Oder ein Mix. Ich habe noch nicht so drauf geachtet. Lukas, schau in den Himmel. Da fällt etwas runter. Ich frage mich, was das wohl ist. Ich habe den Alarm zur Orbitalexplosion gar nicht gehört. Okay, wartet. Okay, nein! Also, ich wollte jetzt sagen, es ist doch Clunky. Hä, und wieso werde ich hier hinge... Achso, weil das nicht als tot zählt. Also, der Sprung war ein bisschen Clunky, okay. Da weiß ich nicht, wie man den hätte machen sollen. Dass ich aber auch immer alles mitnehmen muss. Okay, kann man das auch schaffen? Und warum hat sie da vorher sich nicht und so festgehalten? Ich habe Fragen, egal. So, habe ich die schon mitgenommen? Schade. Sehr schade. Jetzt ist natürlich alles gar kein Problem mehr. Wir gehen da auch nicht mehr hoch. Wir machen jetzt das, was wir sollen. Ja, ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu sehr Final Fantasy gewöhnt, wo man einfach... also nicht so richtig... Also, wisst ihr? Hä? Sie ist sehr schmal. Sie ist sehr schlank, okay? Das müsst ihr verstehen. Sie passt halt hinter diese Leiter.
das lassen wir. Sehr gut. Fähigkeiten einstellen. Nimmt mehr Beta-Energie auf, wenn ein Angriff trifft. Oh, okay, Silent Kill. Brauche ich nicht, Sneak Kill. Hm. Trifft den Gegner in der Luft und landet anschließend. Ignoriert die gegnerische Verteidigung. Okay, das ist ganz cool. Konter, Fokussteigerung. Reaktion. Nee, habe ich nicht. Will ich nicht. Was haben wir hier Schönes? Zwei Wellen tödlicher Energie frei. Ich glaube, ich muss mehr Beta-Energie aufladen, damit das Sinn macht. Hm. Ja, ich glaube, wir laden Beta-Energie auf. Das stimmt, ein bisschen Sims war's. Okay, es sind drei Lieder gerade. Glaube ich. Ich habe Angst, hier runter zu gehen. Danke. Wow. Wir müssen durch das Gebäude. Leg die Fusionszelle mal da ein. Warum hat das Geld gekostet? Habe ich Geld gekriegt? So, jetzt haben wir den Shortcut. Was seid ihr denn für Co? Ihr seid so eklig alle. Aber warte, müssen wir... Ich muss da hin. Das ist ein Gegner. Oh, ich dachte, das sind zwei. Ausweichen ist nicht so meins, scheinbar. Das ist so ein ekliges Etwas. Oh. Hä, ich bin reingesprungen. Ich muss üben. Ja, du musst auch treffen. Ey, immer dieser zweite Backfight. Slap. Vergiss es. Keine Lust mehr mit dir zu spielen. Kackbärt. Ich mach dir mal einen hin und einen zurück. Ist das wirklich nur ein Secret? Mann, ich vergesse mal. Okay, nochmal. Der muss immer so übertreiben. Ich weiche so selten perfekt aus, dass ich dann vergesse, dass ich dann Dreieck drücken muss, wisst ihr? Ah! Wo kamst du denn her?
Okay. Hallo? So. Dankeschön, Alicia. Hier machen wir einfach. Mann, ich merke mir das doch nicht so lang. Ich glaube, hier würde ich echt den Tipp einfach machen, weil es ist kein Tipp. Ich habe es ja schon gesammelt. Also mir gibt es nichts, dass ich also in der Lage bin, mir 5 Minuten was zu merken. Das Netzwerk wurde zerstört. Ich habe keinen Zugang mehr zum Datenlink der Kolonie. Wir können uns nirgendwohin zurückziehen. Ist das das Werk der Nightibars? Ist die Kolonie noch sicher? Was ist mit Mother's Sphere geschehen? Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, denn nicht mal die Uhrzeit passt sich noch automatisch an. Das ist aber schlimm. Also gerade heute ist es... Also, blödes Zeitpunktchen. Wenn ich bei Verstand bleiben will, muss ich meinen Memory Stick manuell bearbeiten, um den Kalender nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, kacke, wenn die Technik versiegt. Okay. Wieder selbst umstellen, ja? Ja. Wartet. Nee, falsch. Warum habe ich das hier drüben? Warum habe ich das dann da drüben? So, dann gehen wir jetzt hier rein. Hallo? Eve wird durch ein Schild geschützt. Während der Schild aktiv ist, wird der erlittene Schaden verringert. Die Schadensverringerung nimmt mit höherer Schutzstufe des Schildes zu. Das ist Englisch. Die Schutzstufe nimmt ab, nachdem der Schild eine bestimmte Menge Schaden abgefangen hat. Manche Gegner werden ebenfalls durch ein Schild geschützt. Der erlittene Schaden der Gegner wird verringert, solange ihr Schild aktiv ist. Zerstöre ihre Schilde, um deine Gegner zu betäuben und die Fähigkeit, die sie gerade verwenden, zu unterbrechen. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Verdammt, war zu langsam. Mann, das funktioniert nicht mit dem Ausweichen. Warte mal kurz, muss die Getränke umschalten, ja? Der ist noch bekackter auf engem Raum. 3 Angriffe? Du cheatest! Jetzt stirb endlich! Kackbärt! Okay, Geld. Untersuchen. Adam, was ist das hier? Das weißt du nicht? Das ist eine Karte. Eine Karte? Wie synchronisiert man den Standort darauf? Ah. Ja, Kartenlesen ist schon so ein Ding, ne? Ja, es gab nicht viele Leute. Also Stellar Blade, die Demo ist irgendwie total untergegangen. Keine Ahnung. Plastische Herzen, Band 3. Athena, warte, meine Liebste. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Hast du nicht gesagt, du würdest mit mir zu Für wen lächelt die Rose tanzen? Ja, das habe ich. Aber können wir ein bisschen langsamer machen? Voller Schönheit, voller Anmut. Ganz so, wie wir geboren wurden. Mein kleiner Schatz, ich wurde nur zum Hacken gebaut. Der Cyberspace ist meine Welt. Ich kann nicht wissen, wie man tanzt. Pff, schon klar. Du bist gefährlich und süß und schwach. So, ich habe gewonnen. Schnell jetzt, schnell. Soll ich an dem Stecker lecken? Ah, gütige Mother's Sphere, bitte vergib die Sünden deiner Tochter. Was? Soll ich an dem Stecker lecken? Plastische Herzen, Band 3. Ist das so ein Schundroman wie am Bahnhof, nur für Cyber-Dings? Ist das ein King? Bestimmt. Ich meine, wer weiß das schon so genau?
Oh nee, nicht du! Du Kaki! Ich mauch. Ich brauche mehr Trank. Können wir nochmal zurück? Oh nein. Ich würde mich gerne nochmal hinsetzen. Der Krater ist tief. Er wird schwer zu überwinden sein. Wir müssen darüber, durch das Parkhaus. Was glaubt ihr, wie viele Leute im Stellar Blade Cosplay demnächst rumlaufen werden? Was glaubt ihr? Oh, Loot wird auch angezeigt. Das ist sehr praktisch. Weil also wir wissen, viele Frauen ziehen sich gerne sexy an, wenn sie den Körper dafür haben. Und das heißt, ich glaube wirklich, dass sehr viele Leute das... Warum ist das gelb? Anziehen werden. Wenn du, also ich habe den Körper nicht dafür. Also... Bei mir wäre das mehr so Presswurst. Zu wenige. Gute Antwort. Oh. Die. Lass mich mal trinken. Aber ich glaube tatsächlich, das Kampfsystem ist echt gut, sobald man drin ist. Es fühlt sich jetzt schon besser an. Also nicht, dass es sich davor schlecht angefühlt hat, aber davor war es so, ha, als ob ich das jemals irgendwie auch nur bis zu irgendeinem Boss schaffen würde. Ha, 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 ha. Hallo, böse Pandas. 24/7 so rumlaufen. Es wird bestimmt auch sogar super, also gemütlich sein, bis auf die Accessoires. Also das an den Armen ist, glaube ich, ein bisschen nervig, weil du halt nie deine Arme so richtig hoch machen können wirst. Aber sonst ist ja einfach nur so ein Bodysuit. Also. Okay. Warte, wo sollten wir lang? Ich muss nochmal scannen. Da oben. Hier, ne? Ja. Oh, warte, Mensch. Arcing Tower. Oh, ich liebe diesen Effekt und alles. Das ist voll cool. Das ist alles total immersive. Manchmal hat sie ein Zitterbein. Ich weiß auch nicht. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Ah. Oh nein, jetzt liegt sie. Setz sie wieder auf. Warum das, also warum es so sexistisch und was weiß ich was ist, dass, also, so, also ein Charakter so rumläuft, weiß ich immer noch nicht. Ganz ehrlich, die ist komplett bedeckt. Was ist daran so falsch? Warum wird da eine Diskussion gemacht? Ich habe den Körper auch nicht und ich hate es nicht. Also, weiß ich nicht. Tauchen mega sexistisch, auf jeden Fall. Schrecklich sowas. Ein Versorgungslager an so einem Ort. Ein Versorgungslager? Was ist das? Das ist ein Lager von Landetrupp-Einheiten, die vor uns hier waren. Hm, es scheint seit längerem verlassen zu sein. Wieso sollte man gerade hier ein Lager errichten? Naja, so ein Versorgungslager ist eine wichtige Basis. Aber wieso in einem Parkhaus? Das könnte auch bedeuten, dass es hier gefährlich ist. So oder so, dieser Ort könnte nützlich für uns sein. Also die Proportionen sind wirklich null unrealistisch. Also sind wir ganz ehrlich, wenn ich abnehmen würde und also wirklich schlank wäre, ich hätte wahrscheinlich ähnliche Proportionen, wenn ich ein bisschen meinen Hintern trainieren würde.
Weil die Brüste sind nicht groß, es sind ganz normal große Brüste. Der Hintern ist halt sehr gut trainiert, aber ist das unrealistisch oder einfach nur selten? Nach einem echten Menschendesign. Warte mal, Sanso für dich auch. Falls du das noch nicht gesehen hast. Ich fand das ein so gutes Video tatsächlich. Aber ich würde es ungern. Also, erstens, das ist Englisch und dann, da weiß ich, dass also manche Leute das einfach nicht so gut verstehen. Und deswegen das, also, ne? Und das Thema ist ein bisschen schwierig. Versorgungslager. Versorgungslager beinhalten mehr Geräte als gewöhnliche Lager. Nutze die Reparaturkonsole, um Waffen zu verstärken, die Nutzungsanzahl des wieder auffüllbaren Trinksystems zu erhöhen und deine Exospines zu verbessern und so Eves Kampffähigkeiten voranzubringen. Außerdem kannst du deine Drohne verbessern, Nanosuits anfertigen und in andere Lager schnell reisen. Nanosuits anfertigen! Wo? Wo muss ich unterschreiben? Kenn ich schon? Okay. Ja, weiß ich nicht. Also ich hab das nur reingespielt bekommen. Okay, Fähigkeiten einstellen. Gekauft, ja. Drücke R2 zum Überlebensbaum. Wähle Blinzeln. Oh, ist das Jumpy Jumpy? Meinst du mal, wenn ein Gegner einen tödlichen Angriff ausführt? Was? Weicht aus und teleportiert hinter den Gegner für einen Gegenangriff. Betäubt den Gegner. Ein erfolgreicher Angriff lädt Schubenergie auf. Okay, es gibt super viele Sachen. Fähig, um deine Fähigkeiten zu trainieren. Ah! Oh nein. Werde ich da erst rausgelassen, wenn ich es schaffe? Viel Spaß. Wähle eine Fähigkeit am Terminal aus, um sie zu trainieren. Du kannst auch Fähigkeiten ausprobieren, die du noch nicht erlernt hast. Wenn du noch nicht sehr kampferprobt bist, kannst du verschiedene Fähigkeiten trainieren, um dein Kampfgeschick zu verbessern. Okay, das ist ultra cool. Wenn dein Gegner blau leuchtet und einen tödlichen Angriff ausführt, kannst du ihn mit Blinzeln kontern. Wenn sich der Gegner innerhalb der Reichweite der Fähigkeit befindet, leuchtet Eves Schwert in derselben Farbe. Ah, okay. Drücke, wenn Eves Schwert leuchtet, um dich zum Rücken des Ziels zu bewegen. Okay. Hallo? Hallo? Okay, warte, das ging nicht so ganz. Jetzt nochmal bitte. Hä, wie cool! Okay. Okay, ich mache immer, wenn er blau leuchtet. Das ist total falsch. Okay, mach nochmal bitte. Okay, einmal noch. Training beenden, ja, danke. Dass du das nächste Jahr auf PC kommst, weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Was ich am krassesten fand, war das Beispiel mit Cyberpunk bei dem Video übrigens. Wir haben einen Punkt. Was mache ich denn damit? Nur eins, wenn dein Gegner einen tödlichen... Ja, wir sollten vielleicht nicht nur tödliche Angriffe nehmen. Oh, perfekte Abwehr. Eigentlich mache ich das schon ab und zu mal. Aber... Gegner von Schnitt getroffen. Ja, nee. Trio generiert voll mit Bögen, um wild vorwärts anzugreifen. Nee. Das habe ich alles noch nicht. Mehr Beta-Energie auf, wenn ein Angriff trifft. Effektiver als Beta-Energie-Aufladung 1. Verstärkt den Endtreffer von manchen Kombo-Angriffen. Fügt mehr Schaden zu betäubten Gegner und Lichu. Das will ich haben. Verdammt, das kostet 2. Wir sparen, meine ich. Reparaturkonsole. Cyberpunk. Ja. War ein interessantes Beispiel dabei. In Baumdieb. Angriffskraft, okay.
Oh, 450 auf 490 ist nicht wenig. Wen rufe ich jetzt an? Ah, Schnellreise, okay. Wartet mal. Ich würde aber gern... Irgendwer hat mir hier einen Suit versprochen. Guten Appetit, Beric. Ja. Wegen gestern. Vielen Dank für deine Hilfe. Mann, nicht so hübsch, ne? Nicht der Rede wert. Allerdings habe ich alle Exospine-Materialien aufgebraucht, die ich über die Jahre gesammelt hatte. Oh. Macht nichts. Dafür können wir einander jetzt helfen. Romance? Wir können den Alphanetiber zusammen aufspüren. Und allein hätte ich hier draußen eh keine Chance. Wenn du die Halle der Aufzeichnungen findest, wäre mir damit schon geholfen. Klar doch, kein Thema. Ich verspreche dir, ich werde mich revanchieren. Das Lustige ist, also immer wenn ich mir Charaktere mache und das halt möglich ist, dann sehen meine Charaktere ähnlich aus wie sie. Halt immer so ganz leicht... So dieses typisch koreanische Puppi. Schnellreise, wo will ich denn hin? Hallo, Taxi? Eigentlich will ich nirgendwo hin, oder? Wo will er denn, dass ich hin will? Oh, was ist das? Halle der Aufzeichnung. Ja, aber wo? Ach, wir können einfach noch weiter hoch, okay. Rooftop. Ich wollte gerade sagen, wie, das geht auf. Wir wollen zum Klamottenladen. Ja, wenigstens einen neuen Suit. Nur um zu sehen, wie das so funktioniert. Ach. Kann ich doch wieder zurück? Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Ach, you don't say. Warte mal. Okay, wie mache ich das jetzt? Loslassen und sofort L1. Das ist unfair. Seine Brotmesser sind länger als meine. Also meiner. Meins. Das war geskriptet, ich konnte nichts machen. Ah! Trink was! Trink! Trink! Oh nein, ich konnte nicht so schnell blinzeln. Oh. Rüber.
Nein, das muss ich auswählen. Mann, das kann ich doch nicht mit dem Blinzeln. Okay. Warte mal. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt steh auf. Wird nicht geschlafen. Gut, das machen wir vielleicht dann doch lieber nochmal. Was sagt ihr? Also, war ein schöner Kampf, den wollte ich euch nochmal zeigen. Also, wie wir ihn locker hätten gewinnen können, wäre... So wäre es gewesen. Hätte ich alles aufgefüllt gehabt, dann wäre das easy gewesen. Hatte ich nicht, deswegen gewinnen wir jetzt locker. Easy. Oh, ich glaube, das würde voll Spaß machen, das Kampfsystem. Also irgendwie drin zu haben. Ich bin ja überhaupt nicht. So ein Dark Souls Sekiro Dings Kampfmensch. Deswegen kann ich sowas nicht so gut. Oder bin einfach nicht so geübt da drin. Aber ich glaube, das Spiel macht ultra Spaß, wenn man es mal drin hat. Oh nein, das ist gemein. Also da bei dem weiß ich noch nicht so ganz, was ich machen soll dagegen. Okay. Oh. Ah, das war die Demo. Boah, das Outfit ist voll cool. Okay, das auch. Boah, das vor allem. Und das? Hä, wie schön! Die schwarze Leder-Leggings und die rote Bluse. Das ja, genau das. Wie schön! Little birds.
Das ziehen wir nicht an. Das ist alles voll schön. Okay, da hat sie gar nichts mehr angehabt. Da hat sie Unterwäsche angehabt. Wie fandet ihr es, Chat? Oh. Bing. Die Beklebung. Gewaltig und sehr effektreich. Ja, ich weiß halt nicht, wie cool das ist für Stream. Eins können zwei klicken. Ja, ja, ja. Es ist halt auch krass, was inzwischen einfach alles möglich ist. Ich kann die Marke abgetrennte Arme. Aber nicht von Mommy. Ich weiß halt echt nicht, wie gut es im Stream ist, weil, also, ich weiß nicht. Also, die Bitrate reicht in meisten Fällen jetzt nicht sonderlich aus. Also, ich überlege halt immer noch, also ich werde es auf jeden Fall spielen, ob ich es aufnehme oder ob, also ich weiß halt nicht, ob es was für ein Stream ist. Also einerseits halt, wie gesagt, von der Qualität, also wegen Bitrate und andererseits halt, also von, ob es wirklich interessant ist. So, wisst ihr? Ich kann auch nicht so auf den Chat eingehen, weil also die meiste Zeit passiert irgendwas. Also ich weiß nicht, ob ich es im Stream mache oder aufnehme. Oh. Was sagt ihr? Ihr wartet. Einmal im Stream zocken und dann mal schauen. Das können wir machen. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Dass wir es auf jeden Fall fürs Erste dann im Stream angucken. Dann gucken wir mal, ne? Stimmt, was ich... Achso, okay. Was ich auch ultra cool fand, dass das Menü am Anfang dann die erste Szene war. Also, das fand ich voll cool. Aber ich konnte nicht, weil da ist so viel passiert dann mit den Explosionen. Okay, warte. Gucken wir mal ganz kurz, was da alles so ist. Es tut mir leid, aber es wobbelt so schön. Es wobbelt so schön. Oh, wie hübsch sie ist. Okay. Wump. Versteckt es sich? Wump. Okay. Ich hab doch noch gar nichts, Leute. Was heißt denn lila? Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich... Ich verstehe, was hier abgeht. Okay. Also ich meine, okay.
Also ich glaube, das größte der Probleme ist, ich habe keine Ahnung, was ich genau kann und was also die ganzen Blinkelichter bedeuten. Geht hier ab. Lässt Nahgegner zusammen, weil sie scharf ist. Fügt dem Schild eines Gegners Schaden zu. Dem Gleichgewicht. Ach so, das muss alles in der Nähe sein. Mann, ich war nicht so weit. Oh, warte, wenn wir schon da... View-Feld-Generator. Heilwirkung, okay. Das machen wir nochmal. Wir haben hier ein bisschen was bekommen. Ich will es nochmal ausprobieren. So, da springen. Let's go. Das ist unfair, wenn du so anfängst. Hä, noch einer? Was heißt das Rote da? Warte. Hallo, der hat voll meine Dings unterbrochen. Durchbrochen, meine ich. Steh auf, trink. Ich war am Trinken. Outfit ändern geht nicht. Weil ich nicht in das Menü komme da. Glaube ich, oder? Ach verdammt, ich habe vergessen, dass das nach oben drücken ist. Ich habe nach links gedrückt. Aufstehen, trinken. Okay. Gucken wir mal, ob wir das Outfit ändern können. So fühlt man sich übrigens, wenn man eine Woche oder zwei Wochen ein Spiel nicht gespielt hat. Oh, ich kann es tatsächlich wechseln. Oh, ich will das da. Sehr guter Punkt. Sans, und da können wir schön... Mommy? Mann, warum so eine schmale Brille? Es sind alle Outfits wobbly, weil das sind nicht die Outfits, die wobbly sind. Oh, das finde ich schön, das Outfit. Das finde ich ein schönes Outfit. Hä, wie? Aua. Ich glaube, das wird nichts. Ich bin ausgewichen, aber es hat nicht mehr gezählt, glaube ich. Der macht halt, also wenn der einmal, also dann ist der einmal.
Und manchmal durchbricht er mich. Ich glaube, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist das das Schild, das dann durchbrochen ist? Was war das? Was ist das? Adam ist eine Kanone? Nee, nicht Ass. Es gibt auch Boobies, ja? Also bitte. Das meine ich übrigens mit, weiß ich nicht, ob es so zielführend ist. Ist nicht die Hälfte der Sachen, die ich kenne. Ey, warte, wir müssen erstmal gucken, ja? Warte mal. Wieso das manchmal trifft und manchmal nicht, weiß ich nicht. Ich drücke eigentlich, aber das ist gut. Okay, komm her. Komm her! Du Kacki! Du Kacki-Bärt! Okay, es ist wahrscheinlich das Schild. Oh, ich habe das eigentlich gedrückt. Nein, bitte nicht sterben. Nicht sterben. Oh, verdammte Kacke. Ich habe eigentlich das gedrückt. Also nach oben und Kreis, als mein Schwert blau geleuchtet hat. Oh, das war schwer. Kann ich ein Tutorial haben für die Sachen? Was ist das denn jetzt? Ich habe das Gefühl, die boykottiert mich. Oh. Ja, Schild gebrochen, okay. Dann ist das wahrscheinlich, was vorher passiert ist. Das kennen wir ja alles noch gar nicht. Was war das jetzt? Okay. Okay, jetzt. Mit sowas voll wenig Damage und er macht mir meine halbe HP-Leiste kaputt und tötet mich. Warte mal kurz. Warte mal kurz, bitte. Ja, ruh dich aus.
Eve, ruh dich nur aus. Verdammt. Okay, kein Problem. Gar kein Problem, let's go. Er macht mich nur saurer. Okay, warte mal. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Vielleicht sollte ich jetzt doch mal nachgucken. Ich habe alles. Ich habe nicht ganz alles. Ich habe Geld. Kann ich Geld ausgeben? Kann ich mir Drogen, also Doping-Drogen besorgen? Nein? Damit wir auf einem Level sind, dachte ich. Okay, erstmal das Schild. Viele LP wieder her. Wieso hochkonzentrierter Trank, wenn der viel besser ist? Nehmen wir erstmal die kleinen. Oh. Schild. Ich bin gegen den. Bin ich wirklich gegen den Hydranten geflogen? Wirklich? Ich verstehe es wirklich nicht. Also, wann es mit dem Ausweichen nicht klappt und warum und was das Problem ist. Hallo? Was war das? Warte mal kurz, ich muss hier. Aua! Kackratzer, Heinrich! Endgegner Steine. Okay. Stirb, du Blödmann! Oh, das ging nicht mehr, weil ich gerade am Heilen war. Und es aber auch nicht durchgegangen ist. Sehr gut. Moment. Ich muss hier gerade ein bisschen. Okay, das ging auch nicht. Jetzt sind wir tot. Nicht? Okay, warte. Schneid ihn noch dreimal auf, bitte. Das habe ich mir verdient, okay?
Oh. Einfach unglaublich. Du hast den Boss besiegt. Wird dann vielleicht zum Hauptmenü. Ich darf nicht mal looten.